Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. So sollte ich das eigentlich vielleicht sogar schon ankündigen, da das ja auch in letzter Zeit sehr wenig ist. Und auch zu einem neuen Hausbauvideo von mir in Sims 4. Und wir stellen heute das vierte Grundstück für diese Nachbarschaft in... wie heißt sie nochmal? Die Wüstennachbarschaft. Oasis Springs, genau. In Oasis Springs gestalten wir heute das letzte Grundstück innerhalb dieser Nachbarschaft, wo ich schon drei weitere Grundstücke gebaut habe, die ich euch auch hier auf dem Kanal gezeigt habe. Und damit stellen wir diese Nachbarschaft quasi fertig. Und finde ich ganz cool, dass die erste Nachbarschaft fertig ist, beziehungsweise für mich ist es eigentlich schon die zweite. Denn ich habe schon eine ganze andere Nachbarschaft fertig bebaut, aber dazu braucht ihr noch die Videos, damit ihr auf dem gleichen Stand seid wie ich quasi. Die kommen auf jeden Fall noch irgendwann. Ich habe noch so viele Videos geplant und ja, das ist alles nur ein bisschen schwierig mit meinem PC und allem. Ich habe mich da ja schon die letzten Videos immer wieder drüber ausgelassen. Falls ihr aber doch irgendwie Interesse daran habt zu wissen, was da jetzt eigentlich schief läuft, weil ich weiß halt gar nicht genau, wie groß da so das Interesse bei euch ist, da zu erfahren, so woran liegt das eigentlich, dass es so wenig Videos gibt, möchte ich euch jetzt auch nicht unnötig damit nerven. Deswegen, falls ihr da nähere Infos zu wissen möchtet, dann könnt ihr mich das gerne in den Kommentaren fragen, dann antworte ich da drauf, aber... Ich denke mir, das wird mir derzeit auch ein bisschen nervig, wenn ich da jedes Video drüber rede. Wir bauen hier jedenfalls, wie gesagt, das vierte Grundstück für diese Nachbarschaft. Da habe ich ja schon ein Schwimmbad gebaut, ein Restaurant und einen Spielplatz. Und die waren alle so in dem Kinderthema, also dass es sehr kinderfreundlich aussieht, gestaltet ist und auch möglichst spielbar oder möglichst gut spielbar für Kinder ist. Und auch dieses Grundstück hier ist ja auf Kinder ausgelegt. Es ist eine Bibliothek. Das war ein Vorschlag von jemandem von euch aus den Kommentaren. Denn beim Spielplatz hatte ich euch ja gefragt, was ich beim vierten Grundstück noch bauen könnte, weil ich da keine Idee wirklich hatte, keine gute. Und da kam jemandem von euch die Idee, eine Kinderbibliothek zu bauen. Und genau das mache ich hier. Also es ist prinzipiell eine ganz normale Bibliothek, aber sie ist halt eben optisch sehr auf Kinder ausgelegt. Wir haben ja hier, wie bei jedem anderen Grundstück auch, diesen modernen Blockstil. Also eben mit großen Blöcken und in kräftigen Farben und mit einem Flachdach und so weiter. Und ihr seht auch hier, wie ich das Gebäude gerade so gestalte, eben passend zu den anderen, aber trotzdem natürlich anders. Also ich wollte halt, dass jedes Grundstück schon individuell aussieht, aber trotzdem den gleichen Stil beinhaltet. Und das ist eben dieser blockartige Stil. Und genau, die Bibliothek kann auf jeden Fall jeder Sim besuchen. Die ist nicht nur für Kinder gedacht, aber sie ist eben auch auf Kinder ausgelegt. Das heißt, wir haben hier auch Spielbereiche. Wir haben auch einen extra Raum für Hausaufgaben. Und dazu werde ich später noch ein bisschen mehr erzählen, weil ich mir da sogar noch mehrere Dinge beigedacht habe. Aber ja, hier seht ihr die Struktur. Wir haben hier zum einen eben so einen schrägen Teil, weil ich sowas immer ganz spannend finde. Das lockert die Fassade noch ein bisschen auf und ich habe teilweise eben auch den oberen Teil so ein bisschen drüber hängend gemacht, also vorne an der Front vor allem. Das fand ich sehr cool, dass der so überhängt und das ist auch der Eingangsbereich. Und das sieht, finde ich, sehr cool aus dann am Ende. Dann haben wir auch noch mehrere weitere Elemente. Ich finde das schwer so zu erklären, was genau ich da gemacht habe. Also ich habe mir da schon ein paar Dinge bei gedacht, aber es ist schwer, das jetzt so zu erklären, so ja, da habe ich dieses Element verwendet. Also ich habe wieder viel mit diesen Säulen gearbeitet, mit diesen Wandsäulen. Zum einen haben wir vorne dann eben einen Bereich, der wieder in bunten Farben gestaltet ist. Das hatte ich ja auch schon bei dem Restaurant gemacht. Das findet sich hier wieder. Und dann haben wir noch weitere, ja, so längliche Balken, kann man quasi sagen, die so ein Kästchen breit sind und halt eben so balkenförmig sich am Haus erstrecken. Das ist auch so eins der Elemente, die ich hier sehr gerne nutze. Und hier seht ihr, wie wir jetzt die knalligen Farben verwenden. Regenbogenfarben. Ich finde, das passt immer sehr gut in einen Kinderbereich. Und ja, haben hier halt eben so rausstehende Elemente, wie hier in diesem diagonalen Bereich, aber auch in dem anderen Bereich. Und dann dazwischen, ein bisschen eingesenkt, sind dann die Fenster. Wie gesagt, ihr seht, ich versuche das so ein bisschen zu erklären, was ich da gemacht habe. Aber ich meine, ihr seht es ja auch, was so die Elemente sind, die ich hier verwendet habe. Ich versuche es einfach so ein bisschen zu erklären, was ich mir dabei gedacht habe,
warum das jetzt genau so aussieht und wie man auch vielleicht die einzelnen Elemente voneinander unterscheiden kann. Deswegen färbe ich die dann auch meistens in einer Farbe ein. Das heißt, so ein bestimmtes Bauelement hat meistens eine Farbe bei mir, um das von den anderen zu unterscheiden und einfach auch, weil das ja architektonisch so passend aussieht. Also ja, das ist so der Stil, in dem die Häuser gehalten sind. Deswegen werden die dann auch ähnlich eingefärbt. Und wir haben hier wieder ein Flachdach. Ich bin persönlich nicht so der größte Fan von Flachdächern, aber bei diesem modernen Baustil passen die natürlich sehr gut dazu. Und ich versuche auch da bei den Flachdächern immer so eine Art Split-Leveling hinzubekommen, also dass die verschiedene Ebenen verschiedene Höhen haben, dass es nicht ein komplett gleich hohes Flachdach ist, sondern verschiedene Ebenen haben, was auch wieder mit den verschiedenen Blöcken zusammenhängt, also dass ich hier bei dem Haus quasi verschiedene Blöcke bilde, die durch Flachdächer miteinander verbunden sind und deswegen eben unterschiedlich hoch sind. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ich hoffe, ihr versteht so einigermaßen, was ich mir dabei gedacht habe. Das ist ein Grundstück, das so ein bisschen schräg ist. Wir haben ja mittlerweile das Terrain-Tool, womit wir den Boden verändern können. Aber als ich das gebaut habe, das war tatsächlich noch vor dem Patch. Das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, dass ich das gebaut habe. Und da habe ich dann das Grundstück einfach ein bisschen höher gemacht, dass das gar nicht auffällt. Weil wenn man normal was baut hier auf dem Grundstück, ohne den Boden bearbeitet zu haben, was eben bis vor dem Patch gar nicht ging, dann ist das uneben. Und deswegen war das ganz gut, das ein bisschen höher zu machen. Und hier auf dem Flachdach verwende ich dann diese ganzen Elemente von Andi Arbeit. Diese, weiß ich nicht, was das so alles, also diese Oberflächen, um da eben diese Dächer noch so ein bisschen zu füllen, dass dieses Split-Leveling-Gefühl noch ein bisschen stärker hervortritt, dass es halt nicht einfach nur mit irgendwelchen Wänden abgetrennt ist, sondern die eben auch eine gewisse Füllung haben, dass sie halt oben nicht leer sind. Ja, und so entsteht halt eben das Gefühl von den verschiedenen Ebenen, was ihr hier sehen könnt. Und genau, also ich bin mit dem Dach eigentlich ziemlich zufrieden. Ich bin auch mit der Hausform ziemlich zufrieden. Ich finde die ganz cool. Ich fand sie anfangs sehr eigenartig, aber irgendwie jetzt so im Endeffekt gefällt sie mir sehr gut. Sie hat irgendwie was Künstlerisches, finde ich, weil sie doch ein bisschen sehr abstrakt ist. Bisschen sehr klotzig. Ich finde sie sehr, sehr lustig. Ja, und genau, das Grundstück ist hier auf dem 30x20 Grundstück in Oasis Springs. Und wie gesagt, die ganze Nachbarschaft ist ja aufeinander ausgelegt. Das heißt, ihr könnt alle vier Grundstücke herunterladen und in eure Oasis Springs Nachbarschaft packen. Und dann habt ihr vier Grundstücke, die man gut mit Kindern gemeinsam besuchen kann oder wo nur Kinder hingehen können. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Also ich hatte auf jeden Fall da sehr Bock drauf, eine kinderfreundliche Nachbarschaft quasi zu haben mit Gemeinschaftsgrundstück für Kinder. Das heißt, meine zukünftigen Grundstücke werden jetzt vielleicht nicht so super kinderfreundlich sein, dass sie komplett darauf ausgelegt sind, so wie das hier, sondern halt so nur so ein Mindestmaß an Kinderfreundlichkeit, je nachdem, was für ein Grundstückstyp das ist. Und das wird auch nicht die einzige Bibliothek sein, die ich machen werde. Ich finde die Bibliotheken, die wir aktuell durch EA im Spiel haben, ein bisschen viel. Also wer braucht schon so vier Bibliotheken oder so? Ich finde so zwei, vielleicht drei, keine Ahnung. Also eigentlich reicht eine aus. Eine zweite, neben der kinderfreundlichen, würde ich auf jeden Fall gerne noch haben wollen. Aber weiß ich nicht, 4, 5 sind echt viel zu viel. Das heißt, ich werde bestimmt noch eine bauen. Aber mal sehen, das wird, denke ich, mal eine Weile dauern. Ich finde die Bibliothek auf jeden Fall ganz cool. Sie ist sehr hell und freundlich und ja, mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Und ich habe auch ein bisschen für die Screenshots und sowas darin gespielt und die funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Ich habe hier auch nichts eingebaut, was irgendwie doof wäre, wenn die Sims das benutzen. Das heißt, die benehmen sich hier tatsächlich auch wie in einer Bibliothek. Das finde ich ganz cool. Ja, und die Fenster sind natürlich auch groß und offen. Gerade bei Gemeinschaftsgrundstücken kann man natürlich viele große Fenster verwenden, weil da braucht es nicht unbedingt Privatsphäre. Das ist immer ganz schön. Oh, ich hätte hier in dieser Diagonale so gern andere Fenster verwendet, wie die ich hier gerade ausprobiere. Aber das hat leider mit der Breite der Wände nicht ganz geklappt. Tja, aber sie sieht auch so sehr schön aus, dieser diagonale Bereich. Ja, und wir haben hier nicht nur eine Bibliothek, wir haben hier auch einen Hausaufgabenraum und wir haben auch ein Café in dem
Grundstück. Bei dem Café muss man allerdings ein Personal selbst einstellen. Also dadurch, dass es ein Bibliotheksgrundstück ist, kommt hier niemand automatisch hin. Das heißt, ihr müsstet da jemanden für einstellen, beziehungsweise halt irgendwie anrufen quasi, dass die Person vorbeikommt. Und dann sollte das klappen. Nur so zur Info, dass ihr euch da nicht wundert. Finde ich ein bisschen schade, aber so ist das eben bei Sims 4, dass das nach Grundstückstyp leider passiert und nicht nach Objekt quasi. Wäre eigentlich ein bisschen cooler, aber ja. Und da habt ihr auch schon den Eingangsbereich gesehen. Da kann man von beiden Seiten aus hingehen, je nachdem, von wo aus man halt kommt, ob man von der einen oder von der anderen Seite kommt. Deswegen mag ich den Eingangsbereich auch sehr gerne, weil halt eben so eine Ecke ist und man da eben von mehreren Seiten aus hinkommen kann. Mit der Stelle hatte ich sehr viel Spaß, mit diesem kleinen Dach hier, mit einem Glasdach, wo auch das Fenster reinführt, was ich jetzt gleich platziere. Und darunter sind dann ein paar Pflanzen später noch. Ich fand das sehr, sehr lustig, das da einfach zu platzieren. Ich habe ja schon öfters gesehen, dass sowas in der Art jetzt öfters gemacht wird, seitdem es halt eben diese Glasdächer gibt, dass irgendwie auch ganze Räume in diesen Dachschrägen drin sind, was ich auch sehr, sehr cool fand. Und ich habe hier halt einfach nur so eine kleine Grünfläche hingemacht, so wie so eine Art Gewächshaus, die eben direkt an dem Gebäude dran ist. Keine Ahnung wieso. Ich fand das sehr schön aus. Ist halt einfach auch nochmal so ein besonderes Element an der Hausfront vorne, dass es nicht ganz so langweilig aussieht, sondern ein bisschen mehr Charakter auch mit sich bringt. Das finde ich immer ganz cool, dass es dann ein bisschen interessanter aussieht. Ja, und genau, das wird hier noch ein bisschen mehr gestaltet. Der Rest des Außenbereiches ist eher ein bisschen langweiliger gehalten. Da haben wir sonst eigentlich nur Boden und ein paar Bänke. Deswegen ist das so ein bisschen die Grünfläche des Grundstücks quasi. Und hier bei dem Fenster, ich dachte mir so, dieser Bereich neben dem Fenster, wo immer noch so ein Rahmen ist von diesem Fenster, der eignet sich perfekt, um da noch irgendwas in die Mitte zu packen. Deswegen habe ich da diese kleinen Pflanzen hingepackt. Also das ist so ein bisschen der Grünbereich des Grundstücks. Ansonsten ist hier eher weniger Grün auf dem Grundstück zu finden. Einfach auch, weil wir hier in Oasis Springs sind und naja, Wüsten und Grünpflanzen sind jetzt nicht so. Wobei drumherum auch schon viele Pflanzen sind, aber ich fand das angemessen für das Grundstück. Ja, jetzt gehen wir zur Inneneinrichtung und ich plane so langsam die einzelnen Räume. Unten haben wir einen großen Raum, der eben der Bibliotheksraum ist, wo man eine ganze Menge Bücherregale findet und in Ruhe lesen kann. Außerdem einen PC-Bereich, wo man eben auch im Internet recherchieren kann, was ganz gut ist. Und wir arbeiten hier mit sehr vielen hellen Farben, gerade eben was Boden und Wände angeht, sehr viele weiße Wände tatsächlich. Ich habe hier für Farben gesorgt durch die ganzen Möbel, weil da wären die Wände definitiv noch zu viel gewesen, die auch noch bunt zu machen. Deswegen ist der Großteil der Wände tatsächlich weiß geblieben und der Boden ist auch so ein sehr helles Holz geworden. Erinnert mich so ein bisschen an die Bibliothek, die ich in Sims 3 gebaut habe, die eben auch mit diesen Glaswänden war und, weiß ich nicht, schon so eine Art skandinavischen Stil hatte, meiner Meinung nach. Daran erinnert mich das hier auch so ein bisschen, wobei es trotzdem ein ganzes Stück anders ist, aber so von ein paar Grundelementen erinnert mich das trotzdem dran. Und hier haben wir jetzt die große Bibliotheksregal, Bücherregalfläche, wo eben viele Bücherregale stehen. Ich habe mich leider für diese hier aus An die Arbeit entschieden. Ich hätte gerne andere genommen, gerade die aus Jahreszeiten, die halt eben auch ein ganzes Stück höher sind. Aber die sehen halt einfach nicht aus wie Bibliotheksregale. Also die wirklich aussehen wie Bücherregale in der Bibliothek, sind eigentlich nur diese hier aus An die Arbeit. Und das finde ich ein bisschen schade. Es gibt noch welche aus dem Hauptspiel, die so viel geschlossener aussehen. Aber die sehen, ja, die sind halt einfach auch nicht so modern. Weiß ich nicht, die bieten nicht so ganz das, was ich gern hätte. Deswegen greife ich meistens auf diese Bücherregale hier zurück. Ich hätte aber gerne eine andere Möglichkeit auch für Bücherregale in Bibliotheken. Muss ich mal schauen, ob ich bei der zweiten Bibliothek vielleicht irgendwie andere Regale finde. Vielleicht kann ich die auch ein bisschen altmodischer gestalten. Das wäre ja auch ganz cool.
Ja, und hier stapeln wir die auch übereinander. Die oberen Bücherregale kann man natürlich nicht benutzen, aber die unteren kann man problemlos benutzen. Ich glaube, man kann nicht jedes benutzen, je nachdem, wo genau ich das Regal platziert habe, ob das irgendwie davor oder dahinter platziert ist. Kann sein, dass nicht jedes zu 100% benutzbar ist von den unteren, aber es sind auf jeden Fall genug benutzbar. Also ich habe, wie gesagt, da so ein bisschen gespielt auf dem Grundstück und das war alles. Das ging alles. Kann halt sein, dass manchmal die Sims nicht unbedingt ein Buch rausnehmen können, je nachdem, welches Regal man wählt. Aber es gibt ja genug Auswahl an Bücherregalen, die funktionieren. Und im Obergeschoss sind auch noch Bücherregale. Also das sollte passen. Wir haben hier so ein paar Elemente eben mit anderen Farben, wie ihr hier seht. Da überlege ich jetzt noch, wie ich das machen könnte. Und bin dann zu einem sanften grünen Holzton gegangen, habe mich dafür entschieden. Ich fand das sehr passend, war halt nicht zu intensiv, aber trotzdem noch so ein kleiner Farbtupfer. Und hier vorne haben wir den kleinen Eingangsbereich, wo man sich quasi anmelden kann oder wenn es halt irgendwie so wirklich so eine Bibliothek ist mit Ausleihe, kann ich mir vorstellen, dass man hier dann hingehen würde und die Bücher, ja, die Bücher zeigt, die man mitnehmen möchte. Das ist so ein bisschen der Bereich hier. Und ich finde es einfach auch ganz cool, bei Gemeinschaftsgrundstücken so eine Art Eingangsbereich, Rezeption, was auch immer zu haben. Leider kann man halt die Computer nicht auf Theken platzieren. Das würde so vieles in diesem bei diesem Design erleichtern, dass man die einfach da platzieren könnte, aber man muss immer irgendeinen Tisch dazustellen, was ein bisschen blöd aussieht, aber naja, es geht. Es geht. Aber das ist so ein bisschen schade, weil ich mache das tatsächlich sehr gerne und sehr oft, diese Rezeptionen, aber die sehen immer gleich blöd aus durch diese Tische, die man da davor platzieren muss. Und dann kann man sie noch nicht mal komplett verstecken, weil der Schreibtisch ja unterschiedlich hoch ist und ja, das ist alles so ein Ding. Hier habe ich jetzt aus dem Bidybug-Menü eine ganze Menge Bücher platziert, die halt eben so Bücherstapel sind. Also wenn ihr, ich glaube, man muss einfach nur Bidybug eingeben. Ich weiß es gerade nicht. Oder war das Unlock? Ich glaube, das war das mit dem Unlock. Oder Show Hidden Objects? Ich weiß nicht. Irgend so ein Ding. Ich glaube, Show Hidden Objects war der Cheat dafür. Und da gibt es dann das Debug-Menü, wo ihr unter anderem diese ganzen Bücher finden könnt. Und ich habe mir vorgestellt, dass hier vielleicht auch noch ein paar Bücher verkauft werden. Nur weil man hier die ganzen Bücher selbst lesen kann, heißt ja nicht, dass man nicht vielleicht auch mal eins kaufen möchte. Und dafür gibt es halt eben hier diese Verkaufsfläche direkt am Eingangsbereich, wo halt eben auch eine Person quasi sitzt und guckt, dass das keiner einfach so mitnimmt, sondern dass sie tatsächlich nur gekauft werden. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und deswegen sind hier die ganzen Bücherstapel. Ja, und so viel dann eigentlich zum Eingangsbereich. Dann haben wir hier natürlich in dem Gebäude auch viele, viele Sitzflächen, wo man sich hinsetzen kann als Sim und gemütlich lesen kann. Das ist ja der ganze Sinn an der Bibliothek, dass man hierher geht, Bücher liest. Und ich habe mich auch gefragt, es gibt gar keine Fähigkeiten Bücher bei Sims 4 Bibliotheken, oder? Dass man hier hingehen kann und irgendwelche Fähigkeiten lernt. Weil ich glaube, da muss man die Bücher immer selber für kaufen, was ich ziemlich schade finde. Also ich fand es in Sims 3 immer gerade cool, in die Bibliothek gehen und da Fähigkeiten lernen zu können, wenn man halt irgendwie gerade am Anfang ist und kein Geld hat und aber irgendwelche Fähigkeiten lernen muss für die Arbeit oder so. Dann fand ich es immer sehr cool, in Sims 3 in die Bibliothek zu gehen, auch da Leute kennenlernen zu können und dann halt eben Fähigkeitenbücher zu lesen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, das geht ja in Sims 4 gar nicht. Also hier gibt es halt nur so Romane zu lesen quasi. Und das finde ich ein bisschen schade. Dennoch haben wir hier eine Menge Bücherregale, eine Menge Sitzflächen. In Sims 3 gab es ja unterschiedliche Bücherregale, je nachdem haben die unterschiedliche Bücher beinhaltet. Ich weiß es nicht, also wenn das jemand von euch weiß, ob das in Sims 4 auch so ist, dann sagt mir gerne Bescheid, aber ich meine, das wäre halt dann nicht so, sondern die beinhalten alle eben nur so Romane zur Unterhaltung quasi. Was ich, wie gesagt, schade finde, aber naja. Und natürlich sind auch die Leseecken hier sehr bunt gestaltet, wie ihr sehen könnt, in unterschiedlichen Farben. Die Sofas, ich hätte auch gerne andere Sofas verwendet als die aus dem Hauptspiel, die so ein bisschen wie ein IKEA-Sofa aussehen. Aber das sind halt eben die mit den knalligsten Farben. Und deswegen musste ich die quasi verwenden. Und auch die Teppiche hier, also ja, ihr seht, wir arbeiten sehr viel mit bunt und haben halt eben dafür im Hintergrund
weiße Wände, helle Böden, dezente Vorhänge und so weiter. Also damit das natürlich nicht so überladen ist. Ich finde es auch so schon sehr, sehr bunt. Gerade eben der Außenbereich, also das Grundstück von außen ist natürlich sehr bunt, die ganzen Wände. Und dann halt eben innen die ganzen Möbel. Da sollten wir es natürlich nicht übertreiben, indem wir auch noch die Wände und Böden und alles super bunt machen. Ja, und ich habe hier überall mal wieder Vorhänge platziert. Ich weiß gar nicht, wie sinnvoll das ist, bei so Gemeinschaftsgrundstücken wie in der Bibliothek hier überall Vorhänge zu haben, aber ich fand es eigentlich ganz schön. Die sorgen auch so für ein bisschen mehr Wärme im Raum, also dass der Raum nicht ganz so kalt aussieht, sondern man Vorhänge hat, die so ein bisschen, ja, keine Ahnung, ein bisschen mehr Wärme verursachen. Ich weiß auch nicht, wie ich das besser erklären soll. Irgendwie führen die dazu, dass es gemütlicher aussieht. Weil es halt auch was Heimisches hat. So Vorhänge zu besitzen. Und hier haben wir den besagten PC-Bereich, wo hier halt eben mehrere PCs stehen, an denen man arbeiten kann, an denen man recherchieren kann. Das war so ein bisschen die Idee dahinter. Und an jedem, bei jedem Tisch stehen zwei PCs und es sind auch noch ein paar weitere Sitzmöglichkeiten da, wenn man nicht am PC arbeiten möchte, aber trotzdem einen Schreibtisch haben will. Gibt ja auch Leute, die gerne ein Buch lesen, indem sie es irgendwo auf einen Tisch legen. Und dafür ist dieser Ort dann auch sehr gut geeignet. Und wir haben hier auch eine kleine Ecke für Tiere mit ein paar Futternäpfen und so. Also auch wenn man mit Tieren hierher kommen möchte, haben die hier auch eine Möglichkeit, sich zu beschäftigen, während man hier eben liest. Und das halt eben ganz gemütlich da unten unter der Treppe, dass sie vielleicht auch andere Leute nicht so sehr stören, sondern da halt eben ihren eigenen Bereich haben, wo sie sich hinlegen, spielen und was futtern können. Draußen haben wir so ein paar Schilder, die, weiß ich nicht, irgendwie der Name des Grundstücks sein sollen. Ich habe die Bibliothek ja Bibliothek Kluger Wurm genannt, denn das ist ja eine Kinderbibliothek und Kinder, gerade so Kleinkinder, werden ja gerne mal so Würmer genannt. Und das fand ich ganz niedlich und deswegen habe ich sie einfach Kluger Wurm genannt. Ich wollte erst was wie fleißiges Bienchen nennen, aber das hat bei der Sims 4 Galerie nicht reingepasst in den Namen. Und Kluger Wurm ist irgendwie auch ganz, ganz niedlich. So ein bisschen wie Bücherwurm vielleicht auch. Das fällt mir gerade erst auf, aber das macht ja auch Sinn, ne? So Kluger Wurm, Kluger Bücherwurm. Das wäre ganz lustig. Hier oben haben wir mehrere Räume, wie ihr schon seht. Wir haben einmal das Café, das auf der einen Seite ist. Auf der anderen Seite haben wir den Hausaufgabenraum und dann haben wir noch zwei Toiletten, die aber unisex sind. Also da kann jeder rein, wie er möchte. Aber ich habe trotzdem zwei Toiletten gewählt, weil warum nicht? Ja, und dann haben wir hier noch so einen Zwischenraum und der ist halt eben genauso wie unten zum Lesen und zum gemütlich sitzen gedacht. Also ich stelle mir das schon auch vor, dass es hier vielleicht nicht ganz so leise ist wie in anderen Bibliotheken, einfach dadurch, dass hier auch Kinder sein werden und die hier vielleicht auch spielen, wobei sie natürlich ihre ausgewiesenen Spielbereiche haben, aber trotzdem sind ja Kinder jetzt nicht unbedingt leise, also auch nicht in Bibliotheken. Das wird sehr schwer umsetzbar sein, die wirklich leise zu lassen. Und wir haben hier sogar kleine Lesebereiche draußen. Also wir haben hier diesen kleinen Balkon draußen mit ein paar Sitzmöglichkeiten. Also man könnte hier auch, wenn schönes Wetter ist, sich draußen hinsetzen und lesen. Vielleicht wenn es drinnen ein bisschen zu laut ist, kann man nach draußen gehen, kann das schöne Wetter genießen. Ist trotzdem im Schatten, weil es da überdacht ist. Und ja, fand ich auf jeden Fall auch einen sehr schönen Ort. Und ja, hier haben wir eben nochmal einen Sitzbereich. Also ihr seht schon, alle Sitzbereiche im Prinzip gleich, aber ich habe versucht, verschiedene Farben zu wählen bei den Sitzmöglichkeiten, dass sie trotzdem alle ein bisschen unterschiedlich aussehen. Und hier sind eben auch noch ein paar mehr Bücherregale. Ich weiß nicht genau, ob die hinter dem Sofa benutzbar sind. Ich kann es mir vorstellen, also Sims quetschen sich da eigentlich meistens ganz gut durch. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig, dass jedes einzelne Bücherregal benutzbar ist, weil wir haben hier eh 50 Stück auf dem Grundstück, oder? Ungefähr. Ja. Und dann sind wir eigentlich schon gleich beim Hausaufgabenraum, denke ich mal. Ich weiß noch nicht genau, wenn wir den machen oder ob wir erst das Café machen. Nee, doch, wir machen erst das Café, glaube ich. Wie gesagt, beim Café habe ich halt eben die Barista-Bar hinzugefügt aus Zeit für Freunde. Aber da müsst ihr halt eben jemanden
einstellen selbst oder jemanden rufen, aufs Grundstück rufen, damit die besetzt ist, weil sie leider sonst nicht funktioniert. Habe ich halt beim Bauen tatsächlich überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob das funktioniert. Ich dachte mir einfach so, ja, funktioniert auf jeden Fall. Und ich hätte so gern eine andere Farbe bei dieser Barista-Bar gewählt, aber die gibt es tatsächlich nur in so langweiligen Farben wie Weiß und Holztöne und Schwarz, und da gibt es überhaupt gar keine bunten. Also ich bin echt immer wieder erstaunt, wie viele Objekte es in Sims 4 gibt, die überhaupt nicht bunt sind. Also die einfach nur so simple, langweilige Farben haben. Ich finde das sehr schade, weil ich liebe bunt und ich würde am liebsten gerne alle Objekte auch in bunten Farben wählen können. Aber das geht halt leider nicht in Sims 4, weil da kann man sich die Farben nicht aussuchen. Und das finde ich immer wieder ein bisschen schade, weil das meine Gestaltung doch ganz schön einschränkt. Und deswegen sehen auch solche bunten Gebäude auch immer wieder gleich aus bei mir, weil, naja, was soll ich sonst machen? Ist ja nicht so, als könnte ich frei wählen, was hier jetzt wirklich bunt ist und was nicht. Deswegen sind die Stühle bunt und die Tische nur so dezent und die Barista-Bar halt eben gar nicht, was ich ziemlich schade finde. Und hier haben wir auch noch eine kleine Spielecke. Ich finde, gerade im Café wird es ja auch nicht so leise sein, sondern hier isst man, unterhält sich, trinkt was, und hier können halt eben auch die Kinder in der Ecke ein bisschen spielen, haben halt eben mehrere Spielmöglichkeiten. Ich denke, das ist der beste Ort dafür, die Kinder da zu beschäftigen, wenn sie halt eben nicht mehr nur lesen wollen. Was sehr gut ist, in der Kinderbibliothek auch noch einen Bereich zum Spielen zu haben, weil ich kann mir schwer vorstellen, je nach Alter der Kinder, dass sie da dauerhaft die ganze Zeit ruhig lesen werden. Also, ich meine, ich arbeite ja auch mit Kindern zusammen seit einer Weile, und denen fällt das schon schwer, so eine Seite Text zu lesen. Konzentriert und allein und ohne zu reden. Deswegen, ja, ist das, glaube ich, schon ganz gut, hier auch eine Spielecke zu haben. Und da sind halt ein paar Spielmöglichkeiten. In diesem Raum, seht ihr, haben wir auch bunte Wände. Ist schon ein bisschen viel, ne? Man sieht, was das für einen Effekt hat, wenn auch die Wände bunt sind und nicht nur die Möbel. Aber es ist halt auch ein lauterer Raum quasi. Deswegen fand ich lautere Wände auch passender. Für eine Bibliothek fand ich so zurückhaltendere Wände doch besser. Und hier geht es aber halt schon ein bisschen mehr ab. Da können auch die Wände ein bisschen ausdrucksstärker sein. Ja, und auch hier haben wir tatsächlich noch ein weiteres Bücherregal. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, dass das ja eigentlich ein bisschen albern ist, da noch ein Bücherregal hinzupacken, wenn man hier eh schon 100 andere hat. Aber das liegt halt einfach daran, dass wir hier in der Bibliothek sind. Da kann man den Büchern in keinem Raum entkommen. In den Toiletten sind allerdings keine Bücherregale. Das ist dann der Rückzugsort für alle, die genug von Büchern haben für einen Tag. Die sollten dann allerdings auch nicht in die Bibliothek gehen. Ja, und dann haben wir noch so ein bisschen Wanddeko, aber es ist trotzdem relativ wenig, wie ich dekoriere bei solchen modernen Häusern, weil das dann einfach auch schnell ein bisschen überladen aussieht, wenn man da wirklich viele Dekomöglichkeiten platziert. Deswegen bleibe ich bei modernen Häusern doch eher ein bisschen zurückhaltender, was Dekoration angeht. Und hier sind wir jetzt in dem Hausaufgabenraum. Und hier haben wir mehrere Tische, woran man arbeiten kann, woran man halt eben Hausaufgaben machen kann. Wir haben auch noch ein, zwei Tische mit PCs, falls man halt irgendwie für die Hausaufgaben noch was recherchieren möchte. Und die Idee hinter diesem Raum ist, dass es ein Gruppenraum ist. Also, dass es hier auf dem Grundstück eine Gruppe gibt, eine Hausaufgabenhilfe oder eine Hausaufgabengruppe, die sich hier halt eben treffen und die gemeinsam Hausaufgaben machen, sowohl Kinder als auch Teenager. Und es dann auch noch einen Erwachsenen gibt in der Gruppe, also zumindest so, wie ich sie mir vorgestellt habe, der halt eben auch den Kindern mithilft, wenn sie irgendwo Probleme haben, da schaut, dass er denen irgendwie helfen kann. Also, dass halt der Erwachsene dieses bei Hausaufgaben helfen macht. Ganz simpel gesagt. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, hinter dieser Gruppe. Und ich versuche ja sowieso in der Welt, die ich hier gestalte, die ich halt wirklich von Grund auf gestalte mit allen Grundstücken und allen Sims, verschiedene Gruppen zu gestalten, die halt eben auch nützlich sind fürs Gameplay. Und da finde ich so eine Hausaufgabengruppe auch sehr, sehr nützlich, dass man halt eben hier mit seinem Sim sich irgendwie da hinzufügen kann. Und da eben mit lernen kann, wenn man irgendwie gerne mit anderen zusammen lernen möchte, anstatt alleine die Hausaufgaben zu machen. Und dafür ist dieser Raum gedacht. Und wenn man diese Gruppe hat und Teil dieser Gruppe ist, kann man diesen Raum ja auch abschließen, dass halt eben nur die Gruppe dort Zutritt hat. Und das finde ich eigentlich auch ganz passend dafür,
für diesen Raum. Also falls ihr sowas in der Art auch machen möchtet mit diesem Grundstück, dann kann ich euch das nur empfehlen, in diesen Raum abzusperren, dass halt eben nur Mitglieder dieser Gruppe da rein können und da dann halt gemeinsam Hausaufgaben machen. Und ich habe halt auch als, weil ich das testweise natürlich auch gemacht habe, als Aktivitäten habe ich dann eben Hausaufgaben machen und Bücher lesen gewählt. Und finde ich eigentlich ganz cool, weil ich meine, es können ja die Sims nicht die ganze Zeit nur Hausaufgaben machen, sondern wenn die fertig sind damit, wollen sie auch was anderes machen. Und Lesen ist ja auch eine Art von Lernen und deswegen finde ich, passt das ganz gut zusammen. Ja, ihr seht schon, viel ist eigentlich nicht mehr zu erledigen. Wir werden vor allem noch hier den Hausaufgabenraum ein bisschen mehr dekorieren, denn der sieht bisher noch ein bisschen sehr leer aus. In so einer Atmosphäre lernt es sich, glaube ich, auch nicht so gut, wenn alles so sehr langweilig ist an den Wänden. Und wenn wir hier so ein paar mehr Dekorationsmöglichkeiten platziert haben, sieht das doch noch ein bisschen angenehmer aus. Für die Lernatmosphäre sind natürlich hier nur lehrreiche Poster, die an den Wänden hängen. Wir wollen natürlich hier nicht uns komplett ablenken lassen davon. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese ganzen Poster, die hier platziert wurden, dass sie vielleicht die Gruppe selbst platziert hat, dass sie irgendwelche coolen Poster gesehen haben und sich gedacht haben, hey, ich hätte gerne ein Poster davon. Oder vielleicht auch die Person, die hier irgendwie in der Gruppe hilft, vielleicht auch irgendwas gefunden hat, irgendwas zum Lernen, irgendwas, das hilft, irgendeinen Zusammenhang zu verstehen. Das war so ein bisschen die Idee, warum hier so ein paar Poster hängen. Vielleicht auch ein paar Poster von irgendwelchen Leuten, die die Gruppe mag. Irgendwelche Fanposter quasi. Ja, so eine Richtung. Dass man sich hier auch wohlfühlt beim Lernen. Weil ich finde, Wohlfühlen und Lernen passt sehr gut zusammen. Ansonsten lernt man einfach nicht so gut. Deswegen habe ich den Raum auch versucht, sehr angenehm zu gestalten. Auch hier haben wir wieder ein paar bunte Wände. Aber eben die mit den Fenstern, sodass es nicht ganz so viel ist an den Wänden. Und in der Mitte noch ein Teppich. Der macht den Raum auch nochmal ein bisschen gemütlicher. Also gerade halt eben solche Textilien machen den Raum tatsächlich gemütlicher, als wenn man eben nur Holz und Stahl und solche Dinge hat. Da sind solche Textilien immer ganz gut, um einem Raum noch ein bisschen mehr Wohnlichkeit zu geben. Hier sehen wir jetzt bei den Toiletten, die mache ich meistens tatsächlich am Ende, weil ich sie am unspannendsten finde, gerade eben auf Gemeinschaftsgrundstücken, aber auch bei Wohngrundstücken finde ich Toiletten immer ziemlich unspannend. Sie sind, weiß ich nicht, also auch hier sind sie jetzt nicht so der Burner. Wir haben halt eben die einzelnen Toiletten und dann haben wir noch einen Bereich für ein Kleinkind-Klo. Das heißt, man kann hier natürlich auch mit seinen Kleinkindern hingehen. Wir haben hier natürlich auch Kleinkind-Stühle, um sie da zu füttern. Also man kann hier mit Kleinkindern, mit Kindern, Teenagern, mit erwachsenen Sims und auch mit Tieren hingehen. Ist also ein sehr freundliches Grundstück für alle Sims, alle Altersklassen, was ich immer sehr, sehr gut finde. Gerade halt eben bei einem familienfreundlichen Grundstück wie dem hier, sollten wirklich auch für alle Alterskategorien was zu finden sein. Und das findet sich hier eigentlich sehr gut. Hier sehen wir den einzigen Unterschied eigentlich so wirklich in den Waschbecken, dass die einen rot und die anderen grün sind. Aber wie gesagt, das sind eh Unisex-Toiletten, da kann man gerne hingehen, wo auch immer man möchte. Und jetzt sind wir im Außenbereich angelangt. Da machen wir, wie gesagt, nicht viel. Hier kommen noch ein paar Mülltonnen hin, weil das halt so eine Voraussetzung für das Grundstück war. Also ich muss mich hier natürlich auch dran halten, dass es hier als Bibliothek zählt. Deswegen habe ich auch hier am Ende das Fenster offen, weil es vor allem dann darum ging, was muss ich denn alles noch erfüllen, damit es hier als Bibliothek gewertet wird. Habe hier den gleichen Boden wie bei allen anderen Grundstücken außen gewählt. Einfach auch, um so einen gleichen Standard zu haben, dass sie halt eben auch zusammengehörig aussehen. Haben hier halt noch ein paar mehr Sitzmöglichkeiten. Theoretisch könnte man auch rausgehen mit seinem Buch und hier draußen lesen. Aber ich habe es mir eher so gedacht, dass irgendwelche Sims, die gar nicht zur Bibliothek gehen, sondern einfach nur hier draußen sitzen wollen, hier halt auch noch ein paar Sitzmöglichkeiten haben. Und ist halt auch ein bisschen dekorativer, als wenn da gar nichts ist. Ja, und das war eigentlich schon der ganze Außenbereich. Hier werden noch ein paar Lichter platziert. Das soll natürlich auch nachts sehr einladend aussehen, dass man hier auch nachts reinkommen kann, wenn man möchte. Und dann sind wir auch schon in den Screenshots gleich angelangt. Wie gesagt, das Grundstück könnt ihr herunterladen, so wie die anderen drei Grundstücke hier in der Nachbarschaft auch.
Und würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr eure Meinung zu dem Bibliotheksgrundstück sagt. Würdet ihr gerne in so eine Bibliothek gehen wollen, wenn die irgendwie bei euch in der Nachbarschaft wäre? Würdet ihr euch ansprechen? Würdet ihr sagen, hey, das sieht cool aus? Oder seid ihr vielleicht selbst auch gar nicht so eine Bibliotheksgänger? Ich weiß, ich war als Kind sehr oft in unserer örtlichen Bibliothek, weil die auch nur so, weiß ich nicht, 5 Minuten zu Fuß entfernt war von meinem Zuhause. Und habe da öfters halt Bücher gelesen, aber seitdem gar nicht mehr so wirklich. Seitdem kaufe ich meistens Bücher, aber Bibliotheken sind eigentlich ziemlich cool. Und theoretisch könnte man da ja auch mal wieder hingehen. Mal sehen, ob ich da irgendwie eine bei mir in der Nähe finde, wo ich hingehen kann. Hier seht ihr auf jeden Fall den Innenbereich, den Außenbereich. Habt ihr eben schon gesehen von allen Seiten. Und ja, ich finde, es sieht einfach alles sehr... sehr gemütlich, sehr schön und sehr einladend aus. Ich weiß nicht, ich mag diese bunten Farben. Ich bin einfach ein Fan von bunten Farben und ich mag tatsächlich Grundstücke und Gebäude weniger, wo ich halt mit wenig Farben arbeite. Also gerade zum Beispiel dieser Shot hier mit den Bücherregalen, die alle so weiß und grau sind, finde ich einfach nicht so schön wie diese bunten Sitzecken. Also es ist tatsächlich einfach so eine Präferenz von mir. Ich kann auch weniger bunte Gebäude bauen, aber die gefallen mir dann halt nicht so gut. Und deswegen sind die meisten Grundstücke bei mir so bunt. Und ja, hier sind wir im Obergeschoss, wo wir halt auch noch einen gemütlichen gemeinsamen Lesebereich hier in der Mitte haben, wo sich die Sims dann auch meistens zueinander sitzen. Also wenn schon irgendwo Sims sitzen, setzen sich die anderen meistens dazu mit ihrem Buch. Das finde ich immer sehr sozial und sehr, sehr schön von den Sims, dass sie das machen, dass sie sich da so Gesellschaft suchen. Und hier sind wir in dem Kaffeebereich, der ziemlich leer ist, wenn hier halt keine Barista ist, um da irgendwie zu bedienen. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht, wenn da tatsächlich jemand arbeitet, ob da vielleicht auch die Sims gerne was zu essen, was zu trinken sich suchen. Und ja, hier haben wir noch die Spielecke und die Toilette natürlich auch, die super spannend aussehen, wie immer. Öffentliche Toiletten sind immer das Spannendste. Und hier haben wir eben den Hausaufgabenbereich, der auch schon hier in Aktion ist, wo die Sims eben gemeinsam lernen und Hausaufgaben machen und Hilfe bekommen. Und ja, dann zeige ich am Ende hier noch die fertige Nachbarschaft mit allen 4 Grundstücken, die ich halt eben gebaut habe, die alle 4 kinderfreundlich sind. Ihr könnt alle 4 herunterladen, wenn ihr es möchtet, wenn eure Nachbarschaft auch so aussehen soll wie bei mir. Und ja, werdet ihr euch hier auf jeden Fall auch am Ende des Videos verlinken. Und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Schreibt mir gerne einen Kommentar, ich würde mich da wirklich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns hoffentlich schon bald in einem nächsten Video von mir wieder. Ich hoffe, dass ich da mal bald wieder eins hinbekomme. Bis dahin. Ciao.